Also, neuen Blickwinkel einnehmen, das tun wir heute insbesondere, denn aufgrund besonderer technischer Gegebenheiten muss ich euch das Menü, was ihr hier vertikal seht, horizontal zeigen. Das heißt, die wichtigsten Funktionen zeige ich auf dem Wege, alle anderen, da werde ich mich jetzt gleich ein wenig durch die Reihen bewegen und wir werden das Ganze etwas näher in Augenschein nehmen. Das ist der Weg. Was wir jetzt hier haben, ist der Ausgangsscreen und ich denke, man hat in etwa, auch wenn man sich nicht auf den Tisch legt, die Fantasie sich vorzustellen, wie das Ganze aussieht. Das heißt, ich habe hier meine unmittelbaren Nachrichten, zum Beispiel die ein oder andere Erinnerung, die ich jetzt unmöglich verpasst habe, und dann kann ich in das Hauptmenü wechseln. Hauptmenü haben wir in dem Sinne eigentlich nicht, und damit da widerspreche ich mir auch schon bei dem zweiten Satz zu den Geräten der Menüführung, weil wir haben drei Menüebenen, die sich auf einer Hierarchie befinden. Das heißt, hier habe ich sämtliche Statusmeldungen, Facebook, Newsfeed, und so weiter. Ich habe hier oben auch noch eine Wetterinfo eingebaut von Aktienweiser. Und dann kann ich dann hier durchrollen. Und so befinden wir uns im Hauptmenü, wo wir die ganzen Apps vorfinden. Gegenüber, zum Beispiel als Vergleich zu Symbian, haben wir hier auch keine Hierarchien, das heißt keine Unterordner oder ähnliches. Sämtliche Apps befinden sich hier auf einem Menü, das heißt auf einer Ebene. Dadurch wird die gesamte Navigation innerhalb dieses Betriebssystems super leicht, super angenehm und ja, sehr, sehr ergonomisch. Wer von euch hat das N900 benutzt, im Augenschein genommen oder schon mal gesehen? Das N900 hatte eine Funktion, das ist relativ schwierig, jetzt diese Funktion durch Fragen herauszuziehen. Also eine Funktion, die hat unter anderem auch mir sehr gut gefallen und die hat insbesondere was das Thema Betriebssystem und UI angeht, nochmal von anderen Smartphone-Betriebssystemen unterschieden. Ich mag einfach mal in die Runde fragen, ob einer drauf kommt, was das sein könnte, weil das haben wir hier weiterentwickelt. Multitasking, minimieren. Genau, Multitasking, das ist der Punkt. Wir hatten genau wie bei Symbian auch die Möglichkeit, über eine Taskmanager-Funktion die aktuell offenen Programme, die auch parallel gelaufen sind, zum Beispiel Webseiten, die sich aktualisiert haben, Videos, die weiterliefen, Spiele, die parallel liefen, in einem Menü darzustellen und anzuschauen. Und das haben wir noch konsequenter gemacht, das heißt nicht über eine Hauptmenü-Taste, sondern wie gesagt, diese drei Menüs auf einer Hierarchieebene haben wir im Prinzip hier den Multitasking-Bereich als eigenes Menü darstellen. Das heißt, alle Apps, die ich jetzt gerade offen habe, alle Funktionen, die ich offen habe, kann ich auch ganz normal von hier aus benutzen. Das heißt, ich muss nicht zurück ins Hauptmenü gehen, um bestimmte Funktionen zu benutzen, weil üblicherweise hat man eben seine 3, 4, 5 Apps den Tag über geöffnet. Wenn ich zum Beispiel permanent nach einer Bahnverbindung schauen muss oder eine Webseite, die ich regelmäßig aktualisiere, und das kann ich hier auf diesem Wege tun und mir auch eben so meine Apps dann darstellen und sortieren. Ich habe zudem noch die Möglichkeit, mir das Ganze mit einer Pinch-Through-Funktion durch den Einsatz von zwei Fingern dann anders zu gestalten. Und dann sieht das dann wieder so aus. Viel besser ist das Ganze, wenn man es horizontal sieht. Das machen wir wie gesagt gleich. Eine weitere Funktion oder beziehungsweise etwas, was auch beim N9 besonders ist, die Verknüpfung von Offline- und Online-Funktionen und die Art und Weise, wie mir das im Menü dargestellt wird. Weil was man jetzt hier sieht, ist auf den ersten Eindruck, habe ich jetzt das Menü gefüllt mit nativen Apps und mit Apps, die ich mir womöglich irgendwo heruntergeladen habe. Was wir jetzt hier sehen, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, man sieht, ich habe womöglich was mit Sport und mit Fußball zu tun. Da ist alles Verknüpfung zu Internet. Das sind keine Apps, die ich mir irgendwo heruntergeladen habe, denn ich konnte ganz einfach über den Internetbrowser, ich habe jetzt hier nochmal die Bundesliga.de-Seite offen, da gibt es jetzt die Funktion, und das kann man jetzt wirklich nicht so sehen. Also, neues Fenster, diese Seite weiterleiten, das ist noch ganz normal, Programm hinzufügen. Und wenn ich das Ganze zu Programmen, wenn ich Programm hinzufügen auswähle, dann wird mir diese Webseite, ich sage jetzt mal, widgetartig verpackt und landet danach so in meinem Hauptmenü. So kann ich mir mein Hauptmenü mit einer guten Mischung aus Offline- und Online-Funktionen bzw. Anwendungen
anlegen und ja, hat das Ganze auch wirklich super ergonomisch, wie man sieht. Also bei mir gibt es sehr viele Funktionen, die eben online sind, die ausreichen. Und besonders wenn man mit Blick auf eine HTML5-Webentwicklung, die sich mittel- bis langfristig dann natürlich herauskristallisieren wird, wo man dann Webseiten und Webfunktionen vorfindet, die nicht mehr von Clients oder Offline-Funktionen auf Geräten unterscheidbar sind. Das heißt, da werde ich dann Online-Funktionen finden, sehen, haben. Das wird genauso aussehen, als wenn ich mit einem App ein Client oder etwas Vergleichbares auf das Gerät heruntergeladen habe. Zu der Leistungsfähigkeit des Geräts, auch hier arbeiten wir mit Gigahertz-Prozessoren und auch hier haben wir noch eine zusätzliche Grafikbeschleunigung mit an Bord. Das war das, was der Jens eingangs erwähnte. Er hat mir da auch mit Galaxy on Fire im Prinzip eine ganz gute Vorlage gegeben. Es liegt immer noch keiner auf dem Tisch, das sagt mir, dass man einigermaßen nicht sehen kann. Schärfer, nochmal besser und einfach nochmal brillanter aus. Die Steuerung übernehme ich dann durch die Bewegungssensoren. Also es geht jetzt auch nicht darum, Galaxy on Fire als Spiel vorzustellen, sondern einfach auch mal zu sehen, welche Leistungsfähigkeit das Ganze mitbringt. Was Jens richtig beschrieben hat, dass man eben einfach auch eine gute GPU braucht. Und wenn die richtig angesprochen wird, kann ich dann eben auch gute Apps bauen. Wenn ich keine Lust mehr habe auf Galaxy on Fire, dann mache ich es einfach zu und das mache ich durch eine Wischbewegung. Der Swipe, die Wischbewegung. Kannst du sagen, ob die Applikation im Hintergrund weitergeführt wird oder wenn die Pause? Das Spiel stoppt jetzt im Hintergrund. Also das heißt Pause, ich kann aber jederzeit wieder ins Spiel hineinspielen. Und wie ist das mit anderen? Also hier ist es natürlich ziemlich intensiv, das heißt der Strom würde gleich leer gesaugt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Twitter-Applikation habe oder ähnliches, was ich aber nicht vor Ort, sondern erstmal runtergeladen habe, also eine externe Applikation, läuft auch, die auch weiter? Die läuft im Hintergrund. Die wird also nicht gestoppt? Die wird nicht gestoppt. Also das heißt Newsfeed, Internetseiten, die werden nicht gestoppt. Videos, Spiele und alle sehr grafiklastigen und ressourcenlastigen Anwendungen, die werden dann. Das heißt, ich kann einen Hook nutzen, der dann sagt, ich laufe weiter, so wie es der Programmierer macht, oder genau. Es geht, oder es wird gestoppt durch diesen Hook, den ich nutze, oder wird das über das System selber geregelt? Das wird über das System selber geregelt. Also das heißt, wie gesagt, alle grafiklastigen Anwendungen sind gestoppt. Okay. Alle einfacheren, wo es im Prinzip um Aktualisierung von Text vielleicht auch Bild geht, die bleiben so. Was sonst noch erwähnenswert ist, ich habe zum Beispiel durch die sehr einfache und entspannte Kontenverwaltung die Möglichkeit, mir Zugang zu verschaffen zu verschiedensten Diensten. Auch da müsste man jetzt besser auf dem Tisch liegen. Facebook, Mail4Exchange, Twitter, YouTube und zwei E-Mail-Konten. Und die werden dann eben auch kontextbezogen eingesetzt. Also das heißt, wenn ich jetzt in die Galerie hineingehe, und ich habe jetzt heute Morgen ein einsekündiges Video geschossen, und ich jetzt unbedingt mit jemandem teilen möchte, dann sage ich was fragen. So, dann muss ich das Video kurz laden. Und dann habe ich weiter unten eben die Möglichkeit, mir auch zu suchen, Facebook, YouTube, die nativen Anwendungen natürlich, aber eben diese beiden. Das heißt, auch da sehr leichte Verknüpfung zur Online-Diensten und zu all dem, was im Prinzip wichtig ist, um Dinge mitzuteilen. Mitteilen lohnt sich, weil Kamera, 8 Megapixel, Zeitobjektiv, Aufnahmen in HD-Qualität. Das heißt, bei Video in HD-Qualität mit 30 Bilder pro Sekunde und natürlich auch Bilder in entsprechender Qualität, die sehr gut mit der Qualität des N8 vergleichbar sind. Das heißt, da steht trotz der geringeren Megapixelzahl, steht die Kamera in der Qualität, in der Ausgabe dessen, was ich da gucken will, was wir jetzt noch hinbekommen, den nicht bis gar nichts macht. Das ist im Prinzip die kurze Einführung zum N9, zum Mivo. Wofür man jetzt kein Display braucht und sich auch nicht, wie gesagt, auf den Tisch legen muss. Wenn man das Gerät mal anschaut, und ihr bekommt das alle gleich noch in die Hand,
ich glaube, und davon bin ich ganz fest überzeugt, und viele Kollegen sind auch, es ist hier designtechnisch wirklich ein Trugschluss. Weil das Gerät ist auf der einen Seite das, was man von einem typischen Monoblock-Smartphone erwartet, großes Display, ich sage mal die großen schwarzen Fenster scheinen, die überall im Laden liegen, aber vom Design her wirklich nochmal eine andere Note, eine andere Geschmacksrichtung und unterscheidet sich definitiv deutlich, wenn man das in einer Reihe mit 20, 30 anderen, ich sage jetzt ruhig mal Android-Smartphones irgendwo sieht, dann hat man da definitiv...